Matthias und Barbara, es gibt ein kleines Problem, das ihr klären müsst. Kommt da vielleicht in die Mitte. Und zwar, seitdem Barbara ihren Hund bei Hundetrainer Hennes hatte in der Hundeschule, tanzt er dir auf der Nase rum, lässt dich nicht mehr ins eigene Haus. Und wir hören jetzt deine Beschwerde bei Hundetrainer Hennes. Und zwar abwechselnd von A bis Z. Viel Spaß. Ah, da sind sie ja. Benno dreht durch. Chemische Keule wäre eine Möglichkeit, den Hund wieder zu beruhigen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, nach allem, was Sie hier geleistet haben. Es war ja nicht meine Idee, ihm diesen Trick beizubringen. Fantastisch, jetzt streiten Sie es also auch noch ab. Geben Sie den Hund mal her. Hier, bitte sehr. Sie hätten ihn schon mal waschen können vorher. Das ist ja doch irgendwie so. So, Bello, jetzt hüpf mal. Jetzt hüpfe mal. Kann er ja gar nicht. Lauf, ja lauf. Mann, du blöder Hund, jetzt hüpf endlich. Na, 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 na. Also, jetzt stellen Sie sich doch nicht so an. Gucken Sie mal, jetzt läuft er wieder ein bisschen besser. Gucken Sie jetzt, guck mal, wie er läuft, guck mal, wie er läuft, guck mal, wie er läuft. Oh. Passen Sie auf, passen Sie auf, passen Sie auf, passen Sie auf! Quälen Sie den Hund doch nicht so. Und wenn doch? Fies, Sie sind richtig fies. Wie recht Sie haben. Schau mal her, du komm schon. Yeah. Ich mag das, wenn Sie ihn so in Ihre Hände nehmen. Tittenwidriger Züchter, Tschüss.